kann aber hier jetzt nicht. Nee. Die Schiffbruch Bay kann ich mir nicht vorstellen. Cannonkauf, Cannonkauf. Das hat einen Gipfel. Weil das Ding ist, bei Schiffbruch Bay müsste man Schiffe drauf sehen. Aber das könnte Cannonkauf sein. Das ist Cannonkauf. Das ist Cannonkauf. Gut. Denke ich mal. Also es gäbe noch eine Insel. Wir hatten noch. Warte, was? Arsch, nee. Es gibt doch eine andere Insel. Also Schiffbruch Bay oder Cannonkauf. Wir tuckern mal nach Cannonkauf. Ich bin mir jetzt mehr sicher, dass das Cannonkauf sein muss. Aber das passt nicht so ganz zu. Lol. Zu Schiffbruch. Achso, ich habe schon hochgemacht. Zu Schiffbruch Bay. Passt das nicht so ganz. Gut, wir fahren. Ja. Süden. Pur Süden. In den Sudan. Falsche Richtung. In den Sudan. Okay. Süden. Natürlich gehen. Natürlich. Wir fahren Norden gegen Wind. Wir fahren gegen Süden gegen Wind. Cannonkauf. Ich bin hier. Hier gibt's gleich Bier. Ui. Also vom Aufwand ist die schon wesentlich länger als die letzten Abenteuer. Muss ich sagen. Macht auch mehr Spaß. Ist zwar wirklich wesentlich mehr Rumgefahrerei, aber macht wirklich Spaß. Macht Spaß, weil es ist halt trotzdem mal ein bisschen wieder abwechslungsreicher als jetzt die letzten. Und das finde ich toll. Jetzt muss ich aufpassen. Da vorne gibt es ja eine schöne Kanone, die uns ein bisschen abballern kann, potenziell immer. Ja, hoch. Und hoch. Das ist nicht der Anker. Das ist hier der Anker. Rüber. Slup. Bin da. Hi. Gucken wir nochmal. Ja, da. Bei dem Palm da unten. Das ist ein Aufgang. Das muss das hier sein. Passt zwar nicht hundertprozentig wegen den Bäumen und alles, aber kommt hin. Kommt hin normalerweise. So, ich hoffe. Da rechts sind auch die Steine. Ja, da rechts sind die Steine auch. Das muss hinkommen. Ja, passt. Ui, jetzt hast du es aber ganz schön eilig. Bist wohl zu spät gekommen. Oh, hier das letzte Buch. Sehr fein. Quick. Okay. Staff is almost complete. Return this crone to Golden Sands and see to it that the weaponsmith receives my message. Aye, aye. On our way. Schade, dass nur Standbilder sind. Das ist ein kleiner Merker von mir. War, hört doch mal. Hm, war das schon mal? Oh. Aua! Hallo, Stroller. Ich hab eine Banane verdrückt. Hm, hab ich jetzt was übersehen? Ah, das taucht mir auf. Aber das sind normale. Sind das jetzt meine Geister oder? Ich bin a little bit verwirrt. Hier! Yeah. Mein Gott, ist das. Mit ins Gehirn. Oh! Jetzt geht's natürlich weiter. Der Stab ist voll. Achso, nochmal. Sorry. Deine letzten Befehle. Der Stab ist vollständig.
Bring die Zauberin, okay. Bring die Zauberin nach Hause. Vergewissere dich, dass sie meine Nachricht an meinen Freund, den Waffenschmied, weitergibt. Jetzt sollen wir wieder nach Golden Sands zum Waffenschmied. Der Waffenschmied ist Wanda. Okay. Waffenschmied. Auf nach Golden Sands zu Wanda. Nicht Wanda, nee, Wanda. Okay. Ich war im Kassierer und direkt zu Wanda fahren können, oder nicht? Ich wusste doch schon, wo ich hin muss. Da, New Golden Sands. Und jetzt zu Wanda. Okay, Vollgas. Nichts verwundert mich hier. Nichts mehr. Abfahrt. Das ist ja schon Golden Sands. Wenn wir Glück haben, kommen wir noch vor dem Gewitter rüber. Ich hoffe, Vollgas haben wir zumindest. Okay, schöne Story trotzdem bis jetzt. Ein bisschen seicht trotzdem gehalten. Ne? Nur suchen, finden, suchen, finden, suchen, finden. Kleine Wellenskelette, okay. Bisschen Abwechslung wäre trotzdem fein. Aber ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Ist trotzdem eine gute Story. Ist schön. Teilweise schlecht übersetzt. Und vorhersehbar, wenn man halt frühere Aktivitäten kennt, ne? Aber egal. Vor allem hier. Da vorne stand ja Golden Sands. Golden Sands gibt's nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch New Golden Sands. Hm? Kann sich ja gar nicht mehr zurechtfinden. Jetzt kann hier keiner meckern. Ich hab meinen Saft gesagt. Wir müssen ja nicht direkt bei denen parken. On land. Oi, can you hear me? Yeah, man. I can hear you. I'm friendly. Oi. Ahoy. Athena dude. So, hier. Wanda. Wanda. So, fortfahren. Ba-ba-ba-ba-ba. Zu ärgern. Ich will niemanden ärgern. Hm. Liebe Schwester. Aha. So, so. We're trying to do the new adventure. Me too, my friends. Where the hell are you? Bla bla bla. Ich habe eine Nachricht geworfen. Papa. Come again, I'm here. Okay. Yeah, but we could be in an alliance though, right? Yeah, we can be. Yeah. Yeah, our ship is that sloop over there. Oh, cool. Yeah, that's our ship. Nice. Because we saw your Athena sails, and then it reminded us of Pirate Legend, and they're insane. Yeah, game. I'm a Pirate Legend. I'm an old Pirate Legend on 2018. So I have many seen in these times. Okay, my friends. Okay, let me go set up the alliance flag. Ah, sorry, Leute, ja. Sorry für mein schlechtes Englisch. Bin zurzeit ein bisschen in ein Loch, aber die verstehen mich alle frei. Also, reicht's. Ich bin zurzeit etwas in ein Loch, weil ich hab's irgendwie nicht so phasenweise. Manchmal braucht man es mehr, manchmal braucht man es weniger. Jetzt habe ich lang keine mehr gesehen, Leute. Und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was Wanda gesagt hat. Mann! Die machen mich verrückt. Okay, das senkt die nicht mein Schiff. Aber die haben Dreck gesehen, Legende, ne? Ich muss warten. Ist irgendwo hier. Ah, hier. Toll. Ich hoffe jetzt, die machen mal. Kannst du mich hören? Ich verstecke mich immer hier drin. So. Ah ja, das ist das Leben einer Legende. Von Noobs verstecken.
Du dachtest immer, dass du der bessere Kämpfer von uns beiden bist. Und jetzt? Du solltest wissen, dass ich einen rechtmäßigen Platz an der Seite des Kriegsschmieds einnehmen werde. Ich werde die Schwester sein, die du nie sein konntest. Leb wohl, du Narr. A. Punkt. Wenn die mich jetzt angreifen wollen, werde ich sie gnadenlos vernichten. Das ist das Leben einer Legende. So, ja, ist jetzt. Was ist jetzt los? Taten 10 von 10. Bring das restaurierte Logbuch zu Bell. Konfrontiere einen Begegne dem Besitzer des zerfledderten Logbuchs. Finde alle Logbücher. Achso, jetzt soll ich zurück zu Bell, so wie ich das verstanden habe. Die no! Rock and wear! Rock and wear, your ship! It's my crewmate! Fate guide your hand. My ship? No, what did you just. Okay, never mind, your ship is not on fire. He's getting something to eat. Okay, my friend. Hello again. Hello. I have full Ash and Dragon now. Oh ho. Tap 4. Ah, oh. Blitz ist eingeschlagen deswegen. Do you mind if I come on your ship? Yeah, of course. Whoa. Oh. Oh. I'll help you with this problem. Thank you, man. You're welcome. Anything for an alliance member. Aye. So, muss ich jetzt sehen, wo war sie nochmal? Say hello to Pidgey Malone. Hello. It's Pidgey Malone. Moment. Moment, please. Do you have any pets? Say hello to Jack. You have a monkey. Yeah. Jack, it's from the movie. Yeah. Of course. I've watched them all. Yeah. There you go. There's your monkey. Let me get my Pidgey. Be right back. I'm going. Talk with my friend in Xbox party chat. Okay, so. No problem, my friend. Have fun. Be right back. Yeah. Later. So. Mann, der macht mich ganz kirre. Oh, Belle. Never seen her. Wait, that reminds me. I need to change my Cindy. So ein Schlawiner. So, Bell. Kapitel abschließen. Angreifer aufgeschrieben. Hier, das noch. Yes, interesting. Recovered relics. Some sort of ritual. No, there will be no dragon. Okay. There was a dragon, no water would turn black. The Sea Dog Tavern. Bell. We need to confront them. But the scepter they forged makes them dangerous. Speak with me again when you're ready to depart. We'll face the one responsible together and make them pay. Und ihn büßen lassen. Okay, noch ein drittes Kapitel. Nice! There's no time to waste. Machen wir jetzt mal. Good, then let's hurry. Set sail for the Sea Dog Tavern and I'll meet you there. I prefer my own means of conveyance. Sehr krass. Okay, machen wir. Gut. Einen neuen Zettel bekommen. Ein Mörder erwartet uns in seiner letzten... Ein Mörder erwartet uns. In seiner Arroganz hat Merricks Mörder uns versehentlich einen Hinweis auf seine wahre Identität hinterlassen. Suche ihn in der Taverne der glorreichen Säbelrassler. K.
K12. Bell. Jetzt ist ganz schnell an Bord. Wir müssen jetzt abhauen. Wir lassen ihn zurück. Well, a little bit of a jump sword dash, but I didn't do it fully. I'm coming. Put the boat just in time. Nice. Verdammt! Ah, okay, K12. K12 ist hier. Ist hier. So, jetzt noch mal hier kurz. Plopp. Und Spadoosh. Dann haben wir ihn einfach mitgenommen. Er ist halt da! Okay. Hier steht Taverne. Taverne. Er ist vom Blitz getroffen worden. Oh no, my friend! Don't die in front of me! No! Your ship, it's on fire! No! Ich kann den nicht brennen. Er hat mein Schiff angezündet, so ein Schwein. Aber jetzt haben wir unsere Ruhe. Immer positiv sehen. Haben wir irgendwo ein Loch? Okay. Gut, jetzt haben wir Ruhe. Legt euch nicht mit der Legende an. Die Götter sind mehr geworden. Oh, toll. Hilfe, es ist toll. Okay. Oh Gott, es ist toll. Die Taverne ist hier oben. Alter, das wäre toll, wenn das jetzt hier mal eine neue Bedeutung bekommen würde. Suche in der Taverne. Hier kommen wir doch nicht rein. Vielleicht ganz oben? Ist er einfach weg. Und jetzt ganz schnell Allianz austreten, dann sind wir unsichtbar sogar. Der Plan hat funktioniert. Ich glaube, hier ist wieder ein Übersetzungsfehler. Da steht ja in der Taverne. Ich dachte, da leuchtet doch was. Ich dachte doch, da leuchtet doch was. An! In der Taverne. In der. Bin ich jetzt gar. Wir lesen jetzt nochmal gemeinsam. Hier steht. Bla 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 bla. Suche ihn in der Taverne der glorreichen Säbelrassler. Mir. Hallo, der. Lass checken, Frieden! Always turning up where they're not wanted. I was sure I couldn't be followed. I suppose I don't need this anymore. I've been a wanted woman ever since DeMarco died. Nobody would believe I had nothing to do with it. I lost everything. Ah! Decided Merrick had to pay for your mistakes. Merrick's miserable life in exchange for a chance to start over. Somewhere my talents will finally be appreciated. It was an easy choice. Besides, there's still a lot we can learn from him. But you killed him. His soul is lost to us. Not lost, delivered to the Dark Brethren. If you have anything to say to him, Sea Hag, now's the time. Merrick! Ah, that's one. That's a good one. Hi, Merrick. Our one shall live happy. Time to say goodbye to this dreary old place. Now that I've completed this stuff, we can move to see the world as we see.
can't hide from me. Eure Welt ist ganz schön zwei Dinge. Not Merrick knows more than he realizes. We can't leave him to the Dark Brethren. I just need to find out where they're keeping him. Not to mention that scepter. Amaranta may think she's won, but this is very far from over. Kann ich mit? Sauerei. Abenteuer abgeschlossen. Also, ich muss mal sagen, das hat echt mal Content geboten. Das war schön inszeniert. Toll. Hat Spaß gemacht. Also wirklich ohne Scheiß. Hat Spaß gemacht. Taten, Moment, wir gehen nochmal neu rein. Manchmal muss es immer nochmal laden. Blub, blub, blub. 10, 10, 10, 10, 10. Jetzt habe ich jetzt nicht alle Logbücher, aber. Das habe ich. Maske der Täuschung habe ich jetzt bekommen. Wow. Und erforsche der dunkle Intrigen. So, warte, es geht, ich kann nicht mehr reden. Okay, was als nächstes am Abenteuer passiert, wird man noch nicht gespoilert. Aber wahrscheinlich geht man in die Geisterwelt. Es geht doch ganz einfach, ne? Also die Belohnung ist scheiße. Warum kann man die Maske nicht haben? Man weiß es nicht, egal. Ich muss sagen, diese Story hier hat mir sehr gut gefallen. Ein schöner Adventure. Die hat wirklich Spaß gemacht. War auch ein bisschen fordernd. Na, man musste ein bisschen gucken, ein bisschen suchen. Hat wirklich Spaß gemacht. Wurde ein bisschen durch die Fahrerei in die Länge gezogen. Aber so hat Spaß gemacht. Ein kleines bisschen monoton war sie. Weil man halt immer suchen, finden, suchen, finden, suchen, finden. Ein größerer Kampf zwischendurch hat auch schon gut getan. Aber egal. War sehr schön und es kam viel Content rein und ja, man hat auch viel erfahren. Hat mal wirklich viel Spaß gemacht. Hat sich auch ein bisschen mehr wie eine Torte angefühlt. Und ja, in diesem Sinne bedanke mich da auch recht herzlich fürs Zuschauen. Was haltet ihr von dem neuen Update, von der neuen Adventure? Also mir hat sie echt gut gefallen. Im Gegensatz zu den letzten, wo rausgekommen, war es wirklich gut und hat auch mal wirklich ein bisschen mehr Spielraum gelassen. Auf rosigere Zeit, würde ich mal sagen. Und ja, schreibt mal gerne eure Kommentare und Meinungen in die Kommentare rein. Kommentare, Kommentare. Und ja, bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.